Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute mal ohne Synapsenklatscher, zumindest in der Folge. Der Grund, das werdet ihr gleich erfahren, ich muss noch vorher was bauen. Was brauche ich dazu? Holz und Nägel. Und zwar folgendes. Schöner. Ach naja, 20 Stück. Erstmal die wundern wegen der Zeit dort oben. Ich werde ihn nochmal zurücksetzen. weil das hängt dann mit dem Außenposten zusammen, das sage ich euch dann aber später. Jetzt aber erstmal. Jetzt geht es gerade um Synapsenklatscher. Das nehme ich mir mal mit. Was brauchte ich dazu? Fett. Und zwar hat er vergessen, etwas zu machen. Stofffetzen. So. 47. Also ich habe ja, ein bisschen was umgeändert. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Hier war ja noch eine Kiste mit, wo dran stand, einfärben. Ich habe das jetzt alles hier in die Farbe mit reingehauen. Ja. Und ja, genau. Hier wird gerade noch hergestellt. In der Zwischenzeit. Schussspitzen. Das ist sein Inventar aus dem Auto. Warum ich das bei mir drin habe, ist folgender Grund. Wir werden jetzt dort mal hingehen. Ach nee, halt mal doch mal. Ich brauche noch was. Siehst du? Hab ich das Opa noch vergessen. Schnapp. So, lass du mal hier runter mal. So. Jetzt aber. Wenn wir Zeit haben. Dann werden wir nochmal zum Außenposten machen. Hier hat sich sonst nichts geändert, so geblieben wie es ist. Boah, diese automatische Verlenkung jedes Mal. Zwar war ich nämlich looten und hab dir ein bisschen Zeug mitgebracht. Na? Dabei ist mir das hier aufgefallen. Seine Tür ist offen. Ja, also, ich habe das nie gemacht. Noch nicht immer per Cheat oder sowas habe ich das gemacht, ne? Also das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie man das mit Cheat machen kann. No, und hier ist sein Inventar drin gewesen, hier. Steine, Sand und Nitrat. Ich habe mir so gedacht, also abgeschlossen habe ich es auch mal, dass ich mir sein Auto nehme. Mensch. Hier reingehe. Sieht sehr hübsch aus. Für meinen Geschmack etwas, naja, es sieht toll aus. Bis auf die Tapete. Genau. Ich hatte das ja schon mal aufgezeichnet. Da ist aber der Ton monoton gewesen, also bloß auf einer Seite. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Nein, es sieht wirklich hübsch aus. Reingucken tun wir nicht. Das mache ich nicht. Das wäre scheiße. Ja, überall verschlossen. Achso, ja, hier. Ja, da war's vergessen. Ja. Mir fällt die letzte Treppe. Das werden wir jetzt noch fix hinmachen. Schuld. Und anmalen dahinter, dass man das auch sieht. Welche Farbe nehmen wir denn da? Ach, irgendwas, was auffällt. Ja. Fupp. So. hier drücken. Hier fehlt die letzte
Stufe. So. Ich habe schon so überlegt, das Auto hier hinzustellen. Also das Auto stand schon mal hier. Schlossen. Also. Achso. Gut. Ja, dann stellen wir das Auto jetzt hier hin. No. Und werden das ein Stück zubauen. Aber nur mit Holz. 10, 3, 4, 5, 6, 7. Das noch anpassen. Ja. So, 2, 3, 4, 5. Jetzt noch 7. Also ich werde das nicht komplett zumachen, sondern nur ein Stück. Dass er das auch mitbekommt. Dass er was steht. Was er da hingebaut hat. Ja, wer seine Türe nicht zumacht, der muss leiden. Aber ich nehme denn das nie übel, dass er die Tür nicht zugemacht hat, weil er ist halt eben vergesslich. Macht ja nichts. So, jetzt fix mal aufwärmen. Ne, und deswegen zuschließen, weil, also hier das Auto abschließen, so kann er das nämlich nicht anheben, also hier in seinem eigenen Inventar mitnehmen. Also es dürfte nicht funktionieren, wie das ich wüsste. Fix noch anmalen. Ne, hier hätte ich ganz gerne alle Seiten angemalt. Ja, dass das schön heraussticht. So. Hier oben die noch. Oh, hier fällt eins. Eieiei. Achso, jetzt geht's das wieder. Gut. jetzt noch in der Mitte noch was?
Irgendwas Komisches. Was auffällt, was hinaussticht. Das hier. Oder? Ja, das ist hell. Da wird er sich später dann bestimmt wundern, was hier los ist. So. Ja, fällt zumindest auf. So. Jetzt noch Schildchen hin. Ah, hier auch eins. So, hier unten auch zwei. Jetzt würde ich da unten ganz gerne noch eine Kiste hinhauen, damit er sein Zeug wieder hat. So, Pfeil, tap, tap. Auto in wenn. Oh, in Auto Inventar. In der Kiste. So, und dasselbe hier drüben nochmal. Auto Inventar. In der Kiste. Schnupp, schnupp, schnupp. So, jetzt noch Tür zu machen beim nächsten Mal. Okay, dann. Der passt nicht hin. Dasselbe nochmal hier. Tür zu machen beim nächsten Mal. Und hier nochmal. Tür zu machen beim nächsten Mal. So, der ist abgeschlossen, oder? Jetzt ist er abgeschlossen. Oder? Ja, aufschließen. Jetzt ist er zu. Abschließen. Eingeben. So. Sicherheitscode geändert. So, jetzt den Zeug noch hier reinhauen. Also, die muss ich noch entriegeln. Genau. Dann haben wir hier noch ein paar Fackeln hin.
Achso, die sind jetzt alle. Ja. Bloß Holz. Mir ist aufgefallen, im Übrigen, der hat wirklich für fast alles immer eine Kiste. No. Ich habe das früher, wo ich angefangen habe, mit Seven Days to Die zu spielen, habe ich das so gemacht. Für jedes eine Kiste. Also für jedes Item eine Kiste. Ich habe mir das bei Zeiten abgewöhnt. Nur das Wichtigste. Hier sogar für Schnee, Schraubenschlüssel, Hammer, Schockstäbe, Edelsteine. Na. Das ist unfassbar. Hier fällt ja auch so ein Stufending. Nur eine Seite. Hier fehlt die letzte Stufe. Ich tue das mal markieren. Kopieren. So. Hab ich das hier drüben auch so gemacht? Hier fehlt die letzte Stufe. Genau. Ne? Gehen wir mal oben gucken. Oh, hier fällt ja auch so ein Ding. Meine Herren. Hier fällt die letzte Stufe. Na, also ich werde hier nichts machen. Sein Garten. Dachgarten. Kürbispflanzen. Hier Kürbispflanzen. Könnte ein bisschen durcheinander ist es hier. Aber macht da nichts. Gut. Würde sich freuen. Aufgeschlossen ist es. Yep. Das ist abgeschlossen. Yep. Code habe ich auch eingegeben. Würde sich freuen. Kann man hier Spionage betreiben und irgendwelchen Blödsinn machen? Hm. Also wie gesagt, die Türen, die sind hier alle verschlossen. Die Türe war tatsächlich offen, ich habe die nicht geöffnet. Wie man sieht. Und zumal der hat ja auch noch eine Garage, wo er sein Auto reinstellen kann. Ach, naja. Schuben. Gut, wir fahren jetzt trotzdem nochmal zum Außenposten. Das will ich euch noch zeigen. Ich hab da ein bisschen was verändert. Das kann auch noch ein bisschen dauern, ehe der Blutmond dann kommt. Oder ehe wir den Blutmond machen, weil ich hätte das ganz gerne fertig. Dass es eine Art Arena wird. Ein Stadion sozusagen. Und da kam mir gestern, ja, gestern Echtzeit, eine verrückte Idee durch den Kopf. Und die wollte ich ganz gerne umsetzen. Ich werde hier aber noch ein paar Änderungen vornehmen. Na? Eine sehr verrückte Idee. Das werde ich wieder wegmachen und werde komplett bis in das zumachen mit Beton. Also hier mit Steine.
Ne? Könnte zwar ein bisschen dauern, aber das mache ich ja offline. Da nehme ich euch nicht mit. Das wäre für euch ja langweilig. So, hier habe ich in der Zwischenzeit ein Stück Mauer hochgesetzt, ein Stück aufgewertet. Komplett. Schon mal. Oh, hier fällt auch was. So, ich habe nichts dabei. Hier habe ich noch ein paar Ecken reingemacht. Ein paar Schrägen. Na, das ist so, in etwa Bescheid wisst. Angemalt habe ich sie auch schon links rum. Aber nur das. Ich denke mal, dass ich hier in der Mitte irgendwo irgendwas anderes noch hin mache. Links rum. Hey, das ist so komisch mit der Wand dort hinten. Nee, das müssten die echt mal abändern. Ah, die verschwindet gleich. Hier, siehst du? Jetzt geht's weiter nach hinten. Wegen Sichtfeld. Nervt. Ah ja, in den zwei Kisten, in der einen Kiste habe ich mein ganzes Krassel. Oh, ich habe sogar mein anderes Essen und mein anderes Trinken. Na sowas. Und hier ist mein anderer Pinsel. Ja, und hier ist nichts drin. Ja dann, liebe Zuschauer, tue ich mich mal verabschieden. Ich habe sozusagen noch viel vor. Bevor der Blutmond kommt, werde ich das hier auf jeden Fall noch fertig machen. Besser gesagt, ich habe es vor. Ja. Liken wäre super. Abonnieren, falls ihr es noch nie gemacht habt. Kommentieren wäre auch fantastisch, aber benehmt euch bitte in den Kommentaren. Und bleibt gesund, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!